Alles klar, Leute, willkommen zurück zu Pokémon Heart Gold. In der letzten Folge haben wir eigentlich nur gebacktrackt, sorry, aber muss auch mal sein. In dieser Folge werden wir so diese neue Route erforschen. Und jetzt mal ein neues Pokémon fangen. So, vielleicht bekommen wir eins. Ne? Wenn es vom Typ her stimmt, es ist. Ach du heilige Seku. Das wäre extremst geil. Nur Problem dabei ist, wir haben wieder ein normales Pokémon. Das ist viel toller als Milchtag, wenn ich liebe sie nur. Milch geht. Oh Gott, nein. Oh nein. Das ist so ein Milchtag. Gut, wir müssen das mal blöd. Mann, meine Stimme. Nach 3 Folgen aufnehmen ist meine Stimme sofort komplett im After. Oh, oh, aua, aua. Okay, tut nicht so weh, wie ich dachte. Donnerwelt. Das ist noch eher gut. Man darf Miltank nicht unterschätzen. Miltank ist eigentlich extrem schnell, wenn man es mal betrachten würde. Weil das eine 100er Base? 90er Base? Ich glaube, das war eine 100er Base. Das ist verdammt schnell, vor allem für so ein Ding, bei dem ich es nicht ansehen würde. Ich muss das selber sagen, ich spiele selber Miltank gerne. Ich muss mir noch ein offensives Miltank bauen, weil ich finde, Miltank ist extrem gut zu spielen. Ich meine, jetzt kann mit Body Slam, kann es die Geist-Pokémon treffen. Das ist voll toll. So, dann machen wir Kopfnuss. Boom! Oh ja. So, was macht der Donnerstoff für einen Schaden? Schon besser. Stampfer. Das Problem ist, Mittag hat keine hohe Catch-Chance. So. Gut, das ist ein Superball. Schauen, hoffentlich klappt's. Plopp. Plopp, 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 plopp. Na? 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 Yes! Ja, das war einfach nur ein Lacker, dass ich einfach mal einen Miltank bekommen habe. Ach, sehr schön, Miltank. Cool. Da werde ich wahrscheinlich eh nie benutzen können. Aufgrund der vielen Nährstoffe stellt seine Milch das ideale Getränk für Kranke und Schwache dar. So. Wie nenne ich dich denn? Ich hoffe, sie fühlt sich nicht gekränkt, wenn ich sie nach ihr benenne. Hallo Mana. Nebenbei, Mana ist die Person, die mir das Thumbnail gezeigt hat. Danke dafür nochmal. Aber ich muss bei Kühl an Mana denken, weil sie mir was von Kühl erzählt hat. Oh, jetzt kommt noch ein Pokémon. Was kommt jetzt? Radikal. Oh! Gravi! Oh. Jetzt muss ich an mein Gravi aus Smaragd denken, das gestorben ist. Und mein Gravi aus Kristall. Aber ich habe schon erklärt, oh, ich liebe Magnetilo. Magnetilo ist so toll. Ich habe mir sogar extra noch ein Competitive Magneton gezüchtet. Weil wir wahrscheinlich noch einen Magneton züchten mit Evolite, aber naja. Den Trainer da oben werde ich jetzt mal gekonnt ignorieren, weil er Wasser-Pokémon besitzt. Oh, ein Top. What the f. Top-Trank. Guck, hier unten ist mehr Gras. Da ist ein Ball. Gut. So, Hallöle. Bing, bing. Fliegt hoch hinaus mit den herrlichen Vogel-Pokémon. Ich kann dir sagen, dass du 3 Dodos hast, die vom Level her immer eins höher sind. Müssen 16, 17, 18 sein. Timo. Timo! Oh nein! Timo! No! He has poison. Kill it with fire, Ruckzuckieb. Dodo wäre natürlich auch ein geiles Pokémon. Ich liebe Dodo. Ich liebe Dodri vor allem. Ich weiß noch, Dodo war immer mein Flug-Pokémon der ersten Generation. Ich habe immer Tauboga, also Taubos und Ibitak habe ich immer komplett in die Ecke geschmissen, weil ich einen Dodo hatte. Oh, ich liebe Dodo, Dodo ist so toll. Vor allem der erste mit Triplette und Bohrschnabel, was so toll. Ach ja, erste Generation war nicht schön. Naja, es geht weiter. 6. Generation ist auch super. Aber ich muss sagen, ich finde die 6., 2. und 3. wesentlich besser als die erste Generation. Also von Pokémon her und ja, Story kann sich nicht einbeziehen, weil, naja, das ist ein Game Boy Advance Spiel, das erwartet, ein Game Boy Spiel, das erwartet man da groß. Ach komm, lass den Ruckzuck hier doch sein. Kopfnuss, bam! Dodo besiegt, yay. So, oh, kurz vorm Level Up, komm schon. Flammenrad. Raserei, ja mach mal. Bonk.
Aua, tut weh. Hier, du sollst zurück, ruckzucki. Bäm, ins Gesicht. Du wurde besiegt. Yay. Ich habe das gesagt, bevor die Textbook erschienen ist. Wie kann ich das so sagen? Ja, als ob man den Text nicht auswendig wüsste. So, Timo besiegt. Ich wünschte, ich könnte mich selbst in den Lift erheben. Ja, und was willst du dann tun? Fliegen? Holger! Hey, Mann, was geht ab? Guten Tag, Holger, mein Brat, mein Tangela. Ach, du warst der Typ. Ach, Holger, du bist der Typ, den ich will. Du bist der Typ, der mir die Entwicklungssteine geben kann. Auch wenn mich Quinn dafür hassen wird, sorry, aber ich will Gott keinen. Für einen Trank bist du leider nicht schwach genug, bist du so stark geschwächt, das kann nicht gleich bekommen. So. Apropos erklärt, wir können nicht gleich wieder in Teamspitze gehen, oder? Wobei, wir nehmen mal Zimt nach vorne. Ja, aber merk schon, dass jetzt Dani jetzt nicht mehr so gut trainiert wird wie andere. Was trägt er denn für ein Item? Oh, ein Flinkklauer. Ah, okay. Ja, es ist halt so, es ist noch kein Geo-Rock und es wird auch nicht zu einem Geo-Bart, weil ich, wie gesagt, ich kann ihn nicht tauschen. Und ich find's doof, ganz ehrlich. Eine Abkürzung weiß, sehr schön. Was ich eigentlich in dem Let's Play machen wollte, war eher weniger auf dem Fahrrad rumdümpeln und mehr mit meinen Pokémon reden. Aber das mache ich mir im Privaten irgendwie selten. Das Gesicht von Sims, der strahlt vor Freude. Oh, wie süß. So, dreh dich nicht um. Trocken. So, der müsste jetzt, glaube ich, einen Quapuzzi haben. Und es gefällt mir überhaupt nicht, wie der einen Quapuzzi hat. Er hat einen Felino, das ist noch schlimmer. Felino, entweder das unkennt oder da hat zwei Ohrabsorber. Ich versuch's mal mit Surfer. Verdammt. Pff, war ja klar. Lebensschuss. Felino. Nein, meine Init. No. Bin immer noch schneller. Das ist irgendwie vielleicht für dich. Oh. Ich wollte sagen, das war ein Volltreffer. Wow. Gut gemacht, Simt. Deine Fähigkeiten sind Weltklasse. Ich weiß. Hallöle. Bist du ein starker Trainer? Wenn du stark bist, bringst du mir ein paar Tricks bei. Klar, erstens mal. Der erste Tipp ist erstmal, du benutzt kein Vati. Weil Vati ist voll unfair gegen Simt. Gut, aber dann kann er ja mal Dani wieder mal ran. Wird auch mal Zeit, dass Dani wieder mal seine Zeit, was er drauf hat. Die habe ich erwartet. Hier kommt der Tackle, der mir einen Schaden macht. Da kommt die 8 Intensität. Und zwar die auseinandernehmen wird und seine Wolle zerflitscht. Zerflitscht. Das ist ja ein Wort, ja. Zerflitscht ist ein Wort. Nein, ist es nicht. Oder? In Ton! Mitglieder. In Ton! Ich mag In Ton. Ich muss mal ein Competitive In Ton züchten. Es gibt so viele Pokémon, die ich züchten möchte, aber naja. In Ton! Ich muss sagen, ich habe in Soul Silver einen Shiny In Ton gefangen. Das war beim EV-Training, das war voll toll. Nur ich weiß nicht mehr, ob es noch auf Soul Silver ist oder irgendwo an Schwarz oder so rumdirbt. Verstehe, so kämpfst du also, ganz genau, ja. Ah, okay, dann willst du meine Nummer haben. Ja, die kannst du haben, muhaha. Die Nummer wird getauscht. Ja, du mich. Ja, bitte. So. Soll ich jetzt hier, Zimt hier? Zimt stupst einen Beutel für mich herum. Hältst du mal eine Standpauke? Nein. Stupst weiter offensichtlich, ich finde das Spaß. Wow. Zimt, du bist ein Troll. Ich will doch Zimt nicht anschreien. Das kann ich nicht. Das ist mein Aquana. Also du hast, glaube ich, hier zwei Pantimos. Oder ein Pantimos. Ich weiß nicht, wie gruselig, wenn so ein Schulkind mit einem Pantimos ankommt. Naja. Kopfnuss. Den Kopfnuss würde mehr Schaden machen als Surfer. Mimikry. Bleh. Hätte auch Surfer machen sollen. Weil Pantimos hat eine gute Spezialverteidigung. Plötzlich. Nochmal. Und ich muss sagen, ich mochte bis zur 5. Generation Pantimos. Aber ab der 6. habe ich es angefangen zu hassen, weil. Seht ihr dieses Ding an? Ich meine, klar, es sieht nicht gut aus, aber.
Das ist ein Feentyp geworden. Ganz im Ernst. Wenn sowas wie Celebi und Cresselia keine Feen werden, dann. Was? Ein Panther wird eine Fee, dann. Hä? Ich mein, Ulks. Naja, was soll's. Ich fühlte, ich habe noch nicht genug gelernt. Naja. So, da gibt's mir eine Nummer, ja, natürlich. So, da unten war noch ein Trainer mit, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, mit Hubelupf und Pop-Pop-Spross und Konsorten. Das kann dann Quinn übernehmen. Ja, diese Schönheit da. Diese wunderschöne Schönheit. Wow, es fällt gleich ein Pokémon. Wow. Diese Counterrate hier. Oh, ein Ratsbratz haben wir schon so genügend gesehen. Ich glaube, wir haben Mildtank bekommen. Hallöchen! Natürlich, aber ich werde wahrscheinlich nur ein Pokémon sein, nämlich mein Quindora, weil mehr wirst du nicht sehen können. Mit einem kleinen Hopp-Spross. Hopp-Spross, yay! Ich bin eigentlich froh, dass wir Hopp-Spross nicht bekommen haben. Weil das Ding kann nicht fliegen lernen. Und. Naja. Nicht froh, dass wir Koka haben. Hubelupf. Ich finde übrigens die Farbgebung ziemlich cool, dass es erst blau, erst rot ist, dann grün und dann blau wird. Also, ne? Also Hauptspross, Hubelupf, Papunga. Flammenrad! Was sagen muss, ich mag Papunga eigentlich an sich. Es ist an sich ein tolles Pokémon, nur was für schön, wenn es fliegen könnte. Na gut, wir müssen aber einfach Papunga fliegen. Ich meine, das Ding ist, keine Ahnung, 8 cm groß. Oder so. Meter? Ich weiß gar nicht, wie groß das ist. Schnell durch! Yes! Was ist eigentlich gegen gerade? Los, spuckt vor. Ah, ich verbrenne. Roar! Route 39, neues Pokémon-Schaus. Hallo, alter Mann. Sehe ich richtig dieses Ding, das du dabei dir trägst, ist doch ein Pokédex, oder? Ach ja, da werden Erinnerungen wach. Mein Name ist Bauba. Bauba, Bauba. Bis vor kurzem habe ich noch die Safari in Fuchs High City geleitet, aber es hat auch immer neue Parks drauf und irgendwann blieb meine Safari so hinter den Kurve zurück. Also griff ich die Initiative. Ich ereignete mir im Ausland einen neuen Kniff an und entschied mich, in einem Mund City eine neue Safari zu eröffnen. Dass wir zwei uns hier kennenlernen, ist bestimmt Schicksal. Ich finde, das mal kein guter Grund ist, Telefonnummer zu tauschen. Was? Warum? Na gut. Wenn die Safari dann eröffnet wird, bist du der Erste davon entfernt. Also wollen wir Nummer tauschen? Okay. Ich würde nur sagen, ich mag Safari-Zone hier in Heart Gold. Nur das Einzige, was mich halt annervt, darauf komme ich später zurück, also, weil für manche Pokémon musst du ungefähr 100 Tage ohne Vorspulen warten, bis es kommt. 100 Tage! Das ist ein Drittel vom, das ist ein bisschen weniger als ein Drittel vom Jahr, das sind fast 4 Monate. What the fuck? In Ordnung, wenn ich Safari fertig stelle, werde ich mich bei dir Pokémon melden. Ja, mach mal. So, der Typ da unten hat Fleckmon, das weiß ich. Ich will nicht gegen Fleckmon in den Kampf. Kuriat. Also wieder mal kämpfen. Kämpfen! Kämpfen mit mir. Hallo! Zeig doch mal, was dein Pokémon-Team so drauf hat. Das werde ich dir gerne zeigen, du Psycho-Part. Ich bin verfies. Maximo mit Fleckmon! 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 Könnte man nicht auch fangen, wenn ich mit Fleckmon-Boden zurückgehe, aber da habe ich echt keinen Bock drauf. Dunkelklaue! Bing! Wird's nicht überleben, sehr schön. Und Level 24. Yay. So, wie viele Punkte brauche ich noch erklärt fürs nächste Level Up? Das sind noch ein paar. Weil das Fleckmann ist Level 20, glaube ich. Jo. Also ich muss sagen, ich kenne mich halt mit der zweiten Generation ziemlich gut aus, weil ich glaube, die zweite Generation habe ich am meisten gespielt als Kind. Einfach mal, weil ich 16 Orden bekommen konnte, deswegen hat es mich jetzt Kind immer meist mehr fasziniert als die erste Generation. Und ich habe halt immer, wenn wir auf Reisen waren, habe ich im Auto immer die zweite Generation angeschmissen, also Gold, Silber, Kristall, mit alle drei. Wie auch bei der ersten Generation hatte ich auch alle drei. Dann habe ich ab der dritten und vierten Generation habe ich und fünfte Generation habe ich nur je eine Edition gehabt und ab der sechsten habe ich wieder beide gekauft, weil ich beide Legis wollte und die unterschiedlichen Megasteine. Naja. Na, Pokébaum, so. So, was mich da drin erwarten wird, deswegen bin ich jetzt mal kurz Vorsorge. Zur Vorsorge, mal kurz eine Beere pflanzen. Damit ich mindestens eine übrig habe. Für eine Siedelbeere. Ich weiß, da drin brauchen wir Siedelbeeren.
um an ein Item zu kommen, das man sonst nicht bekommen kann. Ja, Mehltanks, cool. Mehltank, ich habe auch eins. Hier ist ein Item versteckt. Ableithieb. Oh, geil. Ich kann das lernen. Ich glaube, niemand kann das lernen, oder? Oder? Kann das Kogat lernen? Nee. Ich wollte da nicht ganz lernen. Warum? Ja, weil. Schade. Ich hätte gerne einfach, dass ich mir beigebracht habe. Vielleicht Tornupto kannst du mal lernen. So. Gehen wir mal hier rein. Hallo? Warte. Moko ist krank. Sie braucht sehr viele von den Silbeeren, die sie so gerne mag. Moko ist krank. Tank. Sein Ruf ist ja schwach. So. Wir müssen erstmal mit den Eltern reden. Dann sagen sie, hey, kannst du uns nicht helfen? Und dann sagen sie, hey, na klar, ich kann mir helfen. Unsere Eltern gibt keine Milch mehr. Diese Farm ist berühmt für die Milch, die hier produziert wird. Die Leute reißen nicht richtig gehen drauf. Wenn wir den kranken Pokémon sehr viele Silbeeren zu fressen geben, kommst du vielleicht wieder auf die Beine. Unsere Milch wird sogar bis nach Kanto geliefert. Wenn unsere Eltern keine Milch mehr gibt, haben wir jetzt echt Probleme. Ich hätte eigentlich nach links gehen können, weil ich sehe gerade, dass der Weg da nach links geht. Egal. Gehen wir wieder zurück zu den Mädchen. Hallo? Ich muss ansprechen. Moko ist krank. Tank, du bist so schwach. Ja. Tank, du bist so schwach. Ich glaube, 5 Bären müssen reichen. Tank. Sonst komme ich später nochmal zurück. So, Nummer 4. Und Nummer 5. Habe ich noch eine? Ne, oder? Verdammt, okay, gut. Dann waren es entweder 5 oder 10. Also, es sind noch waren es. Ich glaube, es waren 8 oder so. Naja, mal schauen. Wir machen mal die. Oh, ein Kraxlerweg. Ja, Kraxler bekommen wir auch noch irgendwann ins Spiel. Allerdings sehr spät. Das Gesicht von Kurat strahlt vor Freude. Yay! So. Wir können hier noch einen Pokémon fangen. Ich würde erstmal einen Pokémon fangen, bevor ich die Trainer mache, oder? Ne, Trainer gehen vor. Wobei, ne. Pokémon gehen vor. Es gibt ja eine Chance auf ein gutes Pokémon, ja? Ja. Für mich dazu. Und es ist. Oh yeah! Oh yeah! Sehr toll! Sehr toll! Donnerwelle. Das Schöne ist jetzt, in der 4. Generation, in der 5. Generation trifft ihr noch Donnerwelle. Also, kann man noch Elektro-Pokémon paralysieren, weil es aus der 6. Generation weggenommen wurde. Ultraschall, mach mal. So, ich denke mal, Kopflos wird nicht viel Schaden machen, aber es ist besser als nichts. Okay, nichts ist besser als nichts. Gut, dann machen wir mal einen Donnerschock. Oh yeah! Das ist schon Schaden. Ultraschade. Bei dem Beutel. Superball. Oh yeah, ein Magnetilo! Huhu! Es kann nämlich sogar fliehen, das Pokémon. Also es kann jedenfalls in Silber und Kristall und Gold fliegen. Und ich denke mal, der Name für dieses kleine Ding hier wird wahrscheinlich schon bekannt sein, wie ich es nennen werde. Es kann nicht anders sein. Es ist einfach eine Hommage an mein wunderschönes kleines Gravi. So heißt ja auch mal Competitive Magnet und so, ne? Yay! Du. So. Lutz! Oh mein Gott, Lutz, was geht ab? Was geht ab? Lutz ist bereit. Professor Reich hat einen Enkeling. Ja, sie trifft hier. Yeah, geil. Oh yeah. Cool, danke für die Info, Mann. Das ist voll gut zu wissen. Beutel. So, ein Supertrank. Supertrank? Wo ist denn? Da ist sie. Ich muss die Items mal sortieren, ne? Ich habe irgendwie echt keinen Bock drauf. Naja, was soll's. So, ich gehe noch kurz hoch und. Ich versuche mal ganz sneaky an den Trainern hier vorbeizuschleichen. Weil ich möchte nur gegen den Matrosen hier kämpfen. So, aber. Das nächste Part machen wir dann hier weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Cheerio!